Hallo und herzlich willkommen aus meinem Homeoffice. Homeoffice ist jetzt ja gerade in diesen Tagen angesagt. Wir sollten ja nicht rausgehen, wenn möglichst auch Kontakte vermeiden. Ich zeige euch heute, wie ich Englischunterricht nehme. Privatlektionen oder auch auf einer automatisierten Plattform. Und gerade in Tagen wie diesen haben wir ja mehr Zeit, um eben diese Zeit, diese freie Zeit zu überbrücken. Und darum zeige ich euch heute drei Möglichkeiten, wie man das tun kann. Also bleibt dabei. Die erste Möglichkeit ist mit einer 1:1 Privatlektion. Das funktioniert ganz ähnlich wie über Skype. Ihr werdet das gleich sehen. Ich werde nämlich eine Sequenz mit einer Lehrerin nachher gleich aufzeichnen und euch präsentieren. Hier seht ihr schon mal die Plattform, das ist das Dashboard. Ich habe links die Lehrerinnen oder Lehrer, die ich eben buchen kann. Und hier sieht man auch die gebuchten Lektionen. Also die nächste Lektion, die habe ich mit der Julia und die beginnt um 10 Uhr, also schon bald. Also ich werde euch dann den Beginn ganz kurz, dass ihr mal einen Einblick bekommen könnt. Dann kann ich hier auch eben eine Unterrichtslektion einbuchen. Ihr seht hier die Julia, mit der ich gleich sprechen werde. Diese Woche natürlich völlig ausgebucht, die sind völlig überrannt worden. Dann seht ihr hier die grünen Balken, da kann man noch reinbuchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Mittwoch, 1. April um 13 Uhr, könnte ich jetzt mit einem Klick die Lektion buchen. Also einfacher geht es wirklich nicht. Was ich noch sagen möchte, ist, dass die beiden Lehrerinnen, mit denen ich derzeit arbeite, die haben wirklich ein interessantes Profil. Die eine ist die Nuala, die ist in Irland geboren und lebt jetzt in Buenos Aires. Und darum können die Lektionen mit der Nuala erst ab 12 Uhr, weil bei ihr ist dann 8 Uhr morgens. Die Julia, die ist in Auckland, gleich gegenüber von San Francisco, also so, sozusagen im Silicon Valley, geboren und aufgewachsen, lebt heute in Madrid, hat jetzt Ausgangssperre in Madrid, ist eines dieser Epizentren der Corona-Krise. Und jetzt halten wir dann gleich eine virenfreie Privatlektion. Ich habe schon über 50 Lektionen genommen, bin völlig begeistert. Ich werde euch dann im Beitrag den Link platzieren, wo ihr dann draufklicken könnt und das selber erfahren. Aber bitte etwas Geduld, die werden völlig überrannt, ist klar. Alle Online-Anbieter. Die zweite Möglichkeit, die ich dann nachher vorstellen werde, ist eine reine Softwareplattform. Oh, hello Julia, how are you this morning? Hey Jörg, well, I'm under house arrest, as you know, teaching as many classes as possible. Yeah, and how is the situation in Madrid right now? It's not so good. I mean, we're under quarantine and we are really restricted in what we can do. So, yeah, spending a lot of time in the house. Yeah, I think it's even worse than here in Switzerland, but I think we will get the same situation here as well very soon. Absolutely. Yeah. And yeah, and let's talk about something positive. Absolutely, please. Yeah, I have to explain the audience who is watching, which is watching here, that I do a talk about news from the Silicon Valley and from the CES in Las Vegas, and the slide you see is one out of my presentation. And please, could you show where you were born, Julia? Please. So before I moved to Europe, I used to live in Oakland, California, which is as you know, is right across the Bay Bridge from San Francisco. But interestingly, my family lived in Fremont, which is right here, which was nothing interesting, nothing exciting, but it became like a little more exciting after Tesla decided to build their factory basically next door in the backyard. So interesting fact.
Okay, thank you. I just have to point out to the audience that here, this is in German, because I do my talks in front of German-speaking people, that's why it's in German, but I'm going to explain, Julia, about my experience, experience in Silicon Valley, and this was really very exciting. And yeah, I think, one thing is, I make many mistakes. And after the lesson, at the end of the lesson, Julia gives me the corrections and she writes it on the whiteboard. Please could you show a white page? Yeah, and please could you just write something? Basically, we use this to write notes, corrections. As you saw, we can also upload documents like your presentation or articles that we're discussing or whatever materials we're using for the class. And then through the class, I take screenshots of the lesson and then I send you and all my students PDFs after the class with the materials, corrections, whatever it is that we did during our class. Yeah, and that's very, very helpful that I get the PDF right after the lesson. That's really great. And it shows me where I made the mistakes and so I can improve myself. That really helps a lot. And yeah, just remember, Julia is sitting in Madrid right now and I'm sitting here in Switzerland. And this class is 100% guarantee without viruses. True. No transmission of viruses, yes. Okay, then thanks a lot, Julia, that you you did that for our Swiss and German audience here. And I really appreciate it. Thanks a lot. No problem. Falls ihr ausgeharrt habt, bekommt ihr jetzt den zweiten Tipp von mir. Ich habe das mal im letzten Herbst getestet. Das kam über den Tagesanzeiger rein. Und die Plattform heißt Gymblish, ist eine französische Firma, die das entwickelt hat und die läuft völlig Software. Also da braucht man keinen Lehrer auf der anderen Seite, sondern man bucht eigentlich eine Software. Und nur zu sagen, es ist auch auf einem höheren Niveau. Ich hatte noch im letzten Herbst Level B2, bin dann in einen Sprachurlaub nach 2 Wochen nach London gefahren. So sozusagen mein eigenes Geburtstagsgeschenk, war ein tolles Erlebnis. Und jetzt bin ich auf Level C1 und das ist wirklich herausfordernd. Also diese Plattform, auch da findet ihr dann den Link im Beitrag. Hier geht es rein softwaremäßig, also man bekommt Übungen, ist wirklich sehr, sehr interaktiv gestaltet, also wirklich sehr gut. Da könnt ihr auch eine Probelektion nehmen, im Gegensatz zu vorher, das mit Julia, da könnt ihr auch Probelektion nehmen, aber da braucht es eben immer den Mensch und bei Gymblish geht das absolut nur per Software. Und nun der dritte Tipp. Heute habe ich eine E-Mail von einer lieben Kollegin bekommen, die gefragt hat, hey Jörg, du hattest doch schon gesprochen, dass du Englischunterricht machst und ich möchte das auch für unsere Firma so einführen. Und da habe ich ihr gesagt, ja klar, ich gebe dir gerne den Tipp, aber dann fiel mir noch eine dritte Möglichkeit ein, die ich jetzt als Firma in Betracht ziehen könnte. Das heißt, überlegt mal, es gibt Leute in eurer Firma, die sind auf dem gleichen Sprachniveau. Es gibt ja die verschiedenen Level A1 und so weiter, B und C. C2 ist der höchste Level, das ist der Proficiency. C1 ist Intermediate, also da spricht man schon sehr gut. Jetzt könnte man so Kleingruppen bilden und dann mit einem Sprachinstitut, das kann egal, das kann in der Schweiz sein, das kann aber auch irgendwo in Deutschland oder Österreich sein, spielt eigentlich keine Rolle, dank dem Internet ist das ja global. Und jetzt vereinbart man Lektionen. Ich hatte gerade kürzlich ein Bewerbungsgespräch nur internetbasiert. Das heißt, wir hatten mit Google Meet hatten wir die Sitzung abgehalten. Man könnte auch Skype verwenden, Skype Business. Es gibt TeamViewer. Es gibt ganz verschiedene Plattformen, wie man eben so auch Sitzungen abhalten kann. Und genau solche Plattformen könnte man jetzt auch für Kleingruppenunterricht verwenden. Nur ein Tipp, der Unterricht muss anders methodisch-didaktisch aufgearbeitet werden. Also methodisch haben wir dann das Internet, aber das Didaktische, das heißt,
Es braucht grundsätzlich mehr Interaktionen und auch Vorbereitung. Also wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf meinen ersten Tipp da mit der Julia oder Nuala, die geben mir immer einen Artikel zu lesen. Den lese ich dann natürlich, habe dann viele Wörter, die ich nicht verstehe, die muss ich dann nachsehen. Dann nehme ich natürlich Google Translate oder DeepL. Und dann sprechen wir drüber und ich möchte ja vor allem meine Konversationsfähigkeit verbessern. Und das ist eben der dritte Tipp, den ich euch so mitgeben wollte. So, liebe Leute, das war's aus meinem Homeoffice. Der Beitrag ist etwas länger geworden, aber ich bin überzeugt, dass ihr sehr viele Tipps habt, die ihr auch gleich umsetzen könnt. Und wenn ihr noch eine Frage habt, dürft ihr natürlich auch gerne auf mich zukommen. Bitte einfach eine E-Mail schreiben. Ihr findet mich schon im Internet, ist kein Problem. Auf euxter.info findet ihr auch meine Kontaktangaben. Und dann können wir auch miteinander sprechen, wenn ihr das wünscht. Und nun zum Schluss, ich wünsche euch eine virenfreie Zeit und bleibt gesund.